Recht herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. So ist mir recht, so passt mir. Da kann ich bloß noch eins sagen, und zwar... Ja, du legst die Räder und stehst nimmer auf. Ja, du legst die Räder, ja, leider, jetzt passt auf. Die Sender ist von Geraxelmann, die meint von einer Kur. Jeden Tag erfassen die drei Eimer noch dazu. Wie's vorher war in Geraxelmann, da ist die Senderin gefitzt. Hat mit ihrer besten Kur das Feier niedergespritzt. Ja, du legst die Räder und stehst nimmer auf. Ja, du legst die Räder, da jodelt jemand drauf. Nochmal. Nochmal, jetzt ist schon wurscht, gell? Jetzt sind wir schon da, nicht? Der Schmied von Forsten rührt, der hat eine Kraft, das wäre ein Bär. Der mit einer Bühne haut, ja, da wächst kein Enzian mehr. Bevor der Schmied seinem Ackergall die Eisen neu montiert, wer mit einem Hirnbatzel des Rossnack von die Seele. Ja, du legst die Räder und stehst nimmer auf. Ja, du legst die Räder, da jodet dich schon wieder ein drauf, gell? Na, nochmal. Nochmal. Macht euch was aus, wenn es nur mal passt. Macht euch nichts aus. Gut, einen Moment, halt, ein bisschen gestart. Dann brauche ich musikalische Vorzähler. Ich sage 7 und ihr sagt 8, ne? Dann wissen wir genau, wann es losgeht. Jetzt probieren wir es einmal. 7! Oh, gut. 7! Neun! Vierundzwanzig! Ja, freilich! 39! Das ist auch richtig. Der Jäger Sepp von Mittenwald, der ist der beste Schütz. Der trifft den Edelweiß von der Karwindelspitz. Und Gamsport hat 100 Weiß, da fragst du, wie kannst du es geben? Ja, der schießt den Gamsport weg und lässt die Viecher leben. Ja, du legst die Räder und stehst immer auf. Ja, du legst die Räder, da jodelt immer wieder einen drauf, gell? Sieben! Null! Jawohl! Neunundneunzig! Das ist auch richtig! Siebentausendachthundert und schon so sagst sie. Wie viel? Mir ist ja vollkommen egal, gell? Jetzt pressiert sie auch. Ja.